In Düsseldorf ist sie geboren, in Hamburg aufgewachsen. Ihren Hauptwohnsitz hat sie aber mittlerweile in der Provence in Frankreich. Schauspielerin Marie Bäumer. Hallo. Hallo. Wenn Sie jetzt in der neuen Heimat gefragt werden, wo kommen Sie her, wie ist es dort? Was antworten Sie dann? Hamburg kennen relativ wenige. Und ich sage immer, es ist die schönste Stadt in Deutschland. Und wir haben einen Welthafen. Und das ist eigentlich auch mein Heimatgefühl, so diese Geräusche vom Hafen und zu wissen, dass die Containerschiffe und die Grechfock einmal um die Welt gefahren sind und so dieses Gefühl so raus. Vielleicht kommt da auch dieses Abenteuerenzym her, ich weiß es nicht genau. Wie hat denn die Hansestadt Sie geprägt? Also einschlagend ist tatsächlich, das muss ich sagen, treibt mir immer wieder Tränen in die Augen, meine Mutter, die meine Schwester und mich mit so 7, 8, 9, 10 aus dem Betten treibt und sagt, Nachthemden anlassen, Gummistiefel anziehen und dann direkt hoch an den Strandweg im Hamburger Westen, weil die Gorch Fock einzog mit den Matrosen in der Takelage. Das ist für mich einfach jedes Mal wieder so ein Flash gewesen. Und die tutenden Schiffe, die diese Gorch Fock begleitet haben. Wenn jetzt der nächste Urlaub in Deutschland geplant wäre, wo würde da hingehen? Ich glaube, ich würde vielleicht eine Städtetour machen. Mhm. Ich würde mir sehr gerne mal in Ruhe Städte, die ich zwar schon ein bisschen kenne, aber immer wieder neu auch faszinierend finde, Dresden, Leipzig. Ansonsten, wenn ich jetzt so an Natur denke, Mecklenburgische Seenplatte oder ich würde, glaube ich, auch gerne mal nach Amrum, da war ich noch nie. Ja, zum Schluss noch so ein paar Wortpaare. Haus am Meer oder Alpenhütte? Haus am Meer. Sonnencreme oder Skianzug? Sonnencreme. Mit welchem Frühstück kann man begeistern? Croissant mit Marmelade oder das Brötchen mit Aufschnitt? Alles. Egal was? Muss alles, immer. So viel wie möglich. Bahn oder Flugzeug? Bahn, auf jeden Fall. Je t'aime oder ich liebe dich? Das kommt ja auf den Mann drauf an. Der muss es ja verstehen. Ja. Gut, das war unser kleines Interview mit Marie Bäumer. Wenn Sie noch mehr von ihr erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die aktuelle DB Mobil. Dort ist ein ausführliches Interview mit ihr zu finden. Und wenn Sie Ihren Lieblingsort, Ihr liebstes Stück Deutschland erfahren möchten, dann gehen Sie online auf dbmobil.de. Tschüss!